Mann, wo bist du, ey? Wo bist du? Zeig dich, du feiges Stück Scheiße. Hallo, wo schon jetzt hin? Sparen hier hin, hier. Ja, kannst du spawnen. Hallo? Ja, so lange eine Kartoffel. Lecker. Na gut, dann spawn halt nicht. Das ist mir doch egal. Wenn du meinst, du kannst einfach verschwinden, ohne Hallo zu sagen, dann bitte. Ja, hab ich gar kein Problem mit. Scheiß Endermänner, immer mich klauen ja meine Grasblöcke, ey. Der könnte doch Minecraften. Warum klaut er mir die Blöcke, der blöde Griefer? Der könnte doch wirklich ohne irgendwelche Probleme sich eine Schaufel in seine überlangen Schlabberarme zu packen, ey. Dieser Endermann, echt mal voll LW. Unverschämtheit. Hui, bling, bling. Ich hab bling, bling bekommen, jetzt bin ich voll Yo-Yo und YOLO und Swag, Swag. Bling, bling, YOLO, Swag, Swag. Swag, Swag, YOLO, YOLO, bling, bling. Swag ist ja sowas wie früher, nämlich voll tight, Alter. Da hat auch hier gesagt, ach du Scheiße, der sagt tight. Yo, tight, fresh, in the house, very cool, super, mega, Also mein Lieblingswort ist immer noch cool. Ich sag immer, ey, boah, das ist ja echt cool, Alter. Voll cool, ey. Warum sagt man eigentlich cool? Ich meine, das heißt auch kühl. Ist auch so ein Modewort wie Swag. Bestimmt fanden die Leute früher cool auch voll nicht cool. Und heutzutage finden die Leute Swag voll scheiße. Und in ein paar Jahren würden alle Kinder Swag sagen statt cool. Und wir alten Leute werden sagen, nee, voll cool, Mann. Ich so, cool, wer sagt denn heute noch cool? Das heißt Swag. Und ihr so, YOLO. Ja, bei dir sowieso bald. Ich glaube, wir haben aber auch so langsam genügend... Nein, haben wir nicht. Nein, 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 haben wir nicht. Ich brauche viel mehr Steine. Gib mir mal Steine. Ich sing so wunderschön. Was? Das hat dir nicht gefallen? Dann geh doch. Ist mir doch egal. Und wie unförmig das auch alles geworden ist, weil überall so kleine Mini-Höhlen waren, wegen diesem scheißen Drecksgravel. Ich sag viel zu oft das Wort Scheiße. Früher habe ich gesagt Mist oder blöd, aber seitdem ich Gronkh gucke, sag ich denn Scheiße. Blöd. Mist. Blöd heißt das. Mist und blöd. Komm, ab sofort, sag ich das nicht mehr. Wer will, darf auch einen Scheiße-Counter einfügen in meine Let's Plays und mich dann davon abhalten, dass ich das weiter sage. Das ist blöd, nicht. Das ist blöd. Blöd. Blöd, blöd, blöd. 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 Und Mist. Und nicht gut. Nein, nein. Blöd. Blöd. Das habe ich von Michael Mittermeier geklaut. Ist doch egal. So. Jetzt haben wir aber genügend Cobblestones. Das reicht mir jetzt auch erstmal. Mir reicht's. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Draußen ist so schön spazieren. Oh, da regnet's. Da regnet's. Da lascht's runter wie Sau. Unglaublich, oder? Ja. Verstehen Sie ja unglaublich, oder? Ah, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oh Gott. So viel so viel blöd. Hust. Jetzt habe ich fast wieder das böse Wort gesagt. Oh, hey, hey, komm, wir braten uns das kleine Eisen hier. Das kleine süße Eisentier. Ja, das Eisen ist ein Eisentier. Das wird zum Tier. Wow! Ich glaube, ich will nicht raus. Nein, ich glaube, ich will gar nicht raus. Nö, ich will gar nicht raus. So raus, sieht nach Gewitter aus. Voll nach Gewitter aus. Oh, Kraus, sieht nach Gewitter aus. Da könnten jetzt so Turbo-Nitro-Creeper rumlaufen. Ups, ups, ups. Turbo-Nitro-Creeper? Wenn nämlich so ein Creeper vom Blitz getroffen wird, wird das so ein Psycho-Imba-Creeper. Nee, Regen. Nee. Ist es eigentlich Nacht? Nein. You can only sleep at night. Das ist ja very night von dir. Gekochte Ratte. Mein Leibgericht. Oh Gott. Geh mal kurz weg da. So. Geh mal kurz weg da.
Okay, da ist noch drin. Da kann ich ran. Wunderbar. Und da nicht. Aber da auch nicht. Na gut, dann nicht. Da brennt schon. Da brennt auch schon. Da brennt ebenfalls. Hier brennt jetzt auch gleich die Bude ab. Und da brennt auch noch die Bude ab. Und hier brennt ja auch die Luft, ey. Ey, Mann, da brennt voll die Luft, Alter. Ich brauch viel mehr Öfen. Scheißendreh. Ey, ich meinte Mistikack. Ekliges Wetter. Hui. Moment. Ist das einer mit Babys? Bist du mit Babys? Nein, du hast keine Babys. Lass mich bloß in Ruhe. Schade, ich wollte einen mit Babys. Die kämpfen dann für einen. Wächst jetzt hier mal Gras über die Sache, ja? So langsam. Na gut. Kennt ihr noch diesen beschissenen Frosch? Beschissen darf ich sagen, das hat nichts mit Pupu zu tun. Kennt ihr noch den Frosch? Kennt ihr den noch, ja? Mein Beileid. Ja, das muss reichen, das muss reichen. Es passt hier sowieso erstmal nicht, wir haben nicht genügend Kohle. Ja, mein Kruzifix noch einmal, scheiß Kohle. Ja, die dumme Kohle meinte ich hier. So. Let's Plays sind übrigens echt super, um sich bestimmte Schimpfwörter abzugewöhnen. Einfach, weil man versucht, sich selber zu kontrollieren. Kontrolle, totale Kontrolle. Scheiße, da wollte ich das nicht einbauen. Jetzt habe ich schon wieder dieses Wort gesagt. Kontrolle zu üben. Ich meinte, Mist, da wollte ich das nicht hinbauen. So, schon viel gepflegter, schon viel Ach, Mistipups. Schön hell machen hier noch. Joa, das nenne ich mal eine Ofenbatterie, ne? Joa, da hat sich's aber auch hier auf Inception und so, ne? Verstehst du? Ich müsste jetzt Holz fällen. Ich meinte Bäume fällen, nicht Holz fällen. Holz fällen. Heißt doch eigentlich Holz fällen. Aber eigentlich fällt man die... Jetzt ist es auch noch dunkel geworden. Ah, ich sehe gar nichts mehr. Tefuck. Das sieht aber nicht schön aus mit dem Shader. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Ah, ah, nicht schön. Unschön. Unsubscribe, Daumen runter. Sehr schön. Und Knochen hatte ich da oben, glaube ich, ne? Monster? Nee. Ja. Halt. Hier, da und so. Ja, verstehen Sie? Unglaublich, oder? Was war da denn los? Man weiß es nicht. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich habe immer noch Heil drin, das geht ja gar nicht. Wir sind drauf. Nein, ich mein Schwert. Ich habe ja immer noch Heil hier drin. Das konnte ich ja gar nicht. Das ist ja. Also, warum sagt ihr mir das denn nicht, die ihr da. Ich nehme ja im Voraus auf. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder 2 Stunden im Voraus aufgenommen. Naja, 2 nicht, 1 Stunde. Honey, du hast so ein gutes Zeitgefühl. Immer wenn ich denke, boah, jetzt hast du voll lange aufgenommen, 1 Stunde. Immer wenn ich denke, boah, jetzt hast du voll kurz aufgenommen, 4 Stunden. Da stimmt doch was nicht. Da geht doch was kaputt und falsch und schief und nach links und rechts und oben. Und überhaupt, hat der Kinder? Die hat Kinder? Ich muss töten. Ist voll mies, ich weiß. Huch. Da wollte ich jetzt aber nicht reinfallen. Ich will die kleinen Babys haben, die kann man doch zähmen. Ey, gibst du mich mal deine Kinder? Du hast die da auf die Rücken. Meiner? Hansi? Und Klausi? Hau ab da, was ist jetzt?
Ich kann Hansi und Klausi also mitnehmen. Wo ist jetzt? Da ist Hansi, Klausi und Jeremy Pascal. Ab da. Cool. Folgen die mir jetzt oder sind es einfach nur so, leck mich am Arsch, die Ruder? Und dich nenne ich, bleib doch mal stehen, Alter. Bleib doch mal stehen. Kann ich nicht. Nehme ich jetzt mit. Ist meiner. Gehört mir ganz alleine. Halt die Klappe. Ungezogenes Kind. So. Kannst du jetzt frei rumlaufen, ja. Setzlinge. Äpfelchen. Schön. Und meine Playlist ist durchgelaufen. Was haben wir denn sonst noch für Playlists? Oh, schön still. Bleib doch mal stehen, Alter. Sehr entspannende Musik. Ich spüre schon jetzt, wie meine ganze Anspannung von mir abfällt und sich mein Gehirn auf Sparmodus schaltet. Während ich Bäume pflanze, die unsere Umwelt bereichern und den Planeten retten werden. Genau das hatte ich immer vor. Genau dieses Temperament und diese Spannung werden uns begleiten, die nächsten 1000 Parts Minecraft. Während wir mit unglaublichem Enthusiasmus und viel Geduld durch die Lande streifen, und uns einfach nur entspannen werden. Wir spüren den Wind in unseren Haaren. Die Sonnenstrahlen auf unserer Haut. Der Winter ist endlich vorbei und der Frühling hat Einzug gehalten, nachdem er sich 3 Monate lang verspätet hat. Viele Menschen glaubten schon an ein Phänomen des Weltuntergangs, doch letzten Endes war es einfach nur ein überlanger Winter. Dieser Winter, der hat unsere Ländereien ein wenig ausgelaugt. Er sorgte für Probleme in der Ökologie und in der Biologie und auch in der Philosophie, denn viele Menschen haderten an sich selbst und ihren Idealen in der dunklen Jahreszeit. Was zum größten Teil damit zu tun hat, dass wir ohne Sonnenlicht einfach nicht glücklich sein können. Ohne Sonnenlicht würde unser Planet innerhalb von wenigen Tagen absterben. Er würde zur Eiswüste werden. Und deswegen und wegen den psychischen Auswirkungen von den verschiedensten Vitaminen, die einem ohne Sonnenlicht fehlen, fühlt man sich in langen Wintern immer besonders deprimiert. Menschen wie ich, die sich gesund und bewusst ernähren, die können dem sogar ein bisschen entgegenhelfen. Ich hatte einen schönen Winter, einen sehr langen Winter, einen sehr kalten Winter, aber einen schönen Winter. Ich bin jetzt eher mit dem Frühling unzufrieden, denn überall werden die gesamten Pollen aus dem Boden schießen. Und wenn man Allergiker ist, dann weiß man, was das bedeutet, wenn alle Pollen auf einmal kommen. Nein, nicht die Pollen. Gegen Pollen habe ich nichts. Ich liebe dieses Land. Und das Essen dort ist unglaublich. Die Wurst dort ist unglaublich. Aber darüber wollte ich jetzt gar nicht reden. Es ging mir mehr um die Pollen. Die Dinger, die diese Bäume dort von sich geben. Ja, ihr Sperma. Genau das ist es, was meine Nase zum Niesen bringt. Und wenn man sich im Klaren wird, was Pollen eigentlich sind, dann ist das doch ziemlich verständlich. So. Und ich kann nicht mehr so ruhig sein. Hör doch mal auf, das war... Es ist zwar super entspannt und auch unglaublich beruhigend, diese gechillte Atmosphäre und die ruhigen Klänge der Musik zu den wunderschönen Sonnenstrahlen, die am Himmel irgendwo hinter den Wolken verborgen liegen. Aber auch irgendwie sehr, sehr einschläfernd. Sollte ich also in den nächsten Minuten plötzlich stehen bleiben und nichts mehr tun, liegt es einfach und erschreckenderweise daran, dass ich eingeschlafen bin. Denn das ist zu entspannt. Ich bin doch eh schon leicht hyperaktiv. Muss das sein?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein ziemlich ruhiger Mensch. Und ich weiß auch nicht, da ich den tagsüber nicht viel rede, bin ich zum Beispiel dann im TS etwas anstrengender manchmal, weil ich dann unbedingt irgendwas sagen muss, weil ich keinen ganzen Tag lang einfach schon den Mund gehalten habe. Das ist bei mir erstaunlich, dass ich ziemlich lange ziemlich nichts von mir geben kann. Da werde ich auch manchmal auch schon im TS gefragt, so, habe ich die Shani noch da? Ich sag mal, habt ihr die so wieder immer so ein leises von mir, so ein, ja, du sagst ja gar nichts. Ihr redet doch die ganze Zeit. Aber du bist weiblich. Das hat doch mit dem Geschlecht nichts zu tun. Oh Mann, haben wir ein paar Quatschtüten im TS. Das ist unglaublich. Das finde ich aber auch unglaublich angenehm, muss ich darum wieder sagen. Ich kenne das nämlich auch ganz anders, wenn sich keiner zu Wort traut. Das ist dann immer ein bisschen schade.